So, hallo. Dann weiter mit unseren deterministischen endlichen Automaten. Ich hoffe, jeder hat das Grundprinzip verstanden. Automaten wirken prinzipiell als Akzeptoren. Ich wiederhole mich da jetzt. Und es geht darum, dass sie eine bestimmte Sprache abbilden und ich Worte, die akzeptiert werden, deshalb ableite. Ich habe mir gedacht, es ist, glaube ich, müßig, jetzt weitere Automaten vorzustellen mit ihrer Definition der Übergangsfunktion, die dort ja eingeschlossen ist, dem Funktionsgraphen, den akzeptierten Wörtern oder nicht akzeptierten Wörtern und der daraus abzuleitenden Sprache, die der Automat als Akzeptor beschreibt. Ich beziehe mich einfach zurück auf unser Aufgabenblatt und nehme die beiden zugegebenermaßen ziemlich einfachen Aufgabenstellungen, um hier nochmal Wesentliches zu erklären. Und ich hoffe, dass das denn jeder auch berücksichtigt, weil das trifft, ja, das seht ihr an den Punkten, doch einige. Das betrifft einige. So, als erstes Beispiel also, ich schalte einfach um, habe das schon vorbereitet. Ein selbstständiger Automat. Ein selbstständig zu wählender Automat mit hier, warum auch immer, mit P bezeichneten vier Zuständen. Einer davon ist der Anfangszustand, der andere ist als der letzte ist als Endzustand gekennzeichnet. Wir sehen also hier, es ist deterministisch, weil jeder Weg genau vorgegeben ist. Mit jedem Zeichen komme ich in einen Folgezustand. In genau einen Folgezustand. Nochmal unter uns, viele haben dieses gleiche Beispiel genommen, ob da nun 0 oder 1 stehen oder A's oder B's, das ist ja nun von mir wohl auch zu erkennen. Das heißt, hieraus kann ich die Definition ableiten, also meine vier Zustände, mein Eingabealphabet, aus dem ich Worte bilde, den Anfangszustand, den Endzustand hatte ich schon erwähnt und auch die Übergangsfunktion. Das ist hier jetzt auch so aufgeschrieben und so habe ich das erwartet, entsprechend mit den fünf Elementen und dann natürlich die Übergangsfunktion, die sich daraus ergibt, die man auch so lesen kann. Mit der 1 bleibe ich in P0, mit der 0 gehe ich in den nächsten Zustand, in Zustand 1. Wenn ich dort bin, komme ich mit der 1 weiter, mit der 0 bleibe ich. Wenn ich im dritten Zustand bin, also in P3 hier, dann komme ich mit der 1 in den Endzustand. Ansonsten bleibe ich und wenn ich im Endzustand bin, sowohl mit der 1 als auch mit der 2 bleibe ich in einem Endzustand. So, und jetzt wäre die Frage, was sind akzeptierte Wörter? Das kriegt man relativ leicht hin, indem ich zum Beispiel einfach das Wort nehme, nehmen wir hier das zweite. Ist ja richtig. Also 00110. Ich schiebe einfach das hoch. 00110. Nicht vergessen, wo ich vervollständigen hier. Dann bin ich drin. 00110. Ist also ein akzeptiertes Wort. Wir gucken runter, was noch gemacht wurde. Ein akzeptiertes Wort soll auch sein 10101. 10101. Ich gucke nach. 10101. Vergiss es. Dieses Wort gehört also nicht mit zur Sprache. Und jetzt, deswegen habe ich das nochmal genommen, auch als Beispiel, kommen wir zum Ergebnis. Welche Sprache ist es denn nun? Das ist doch hier ziemlich, von allen, ziemlich lapidar beantwortet. War, dass da 1 und 0 drin sind, ja, das sehe ich alleine. Dass es beliebige Folgen sind von 1 und 0, ist auch die Frage. Aber was ist das Besondere? Und da könnt ihr sicher sein, dass es immer eine ganz klare Aussage gibt. Was ist das Besondere bei diesem Automaten? Am besten, wir sehen uns den Graphen nochmal an und erkennen hoffentlich jetzt,
Natürlich, das Besondere ist diese Strecke. Es müssen also zwei Einsen enthalten sein, zwei aufeinanderfolgende Einsen, sonst komme ich nicht in einen Endzustand. Bei jeder, bei jeder Abfolge der Zeichen ist das so gegeben. Ne? Also, es ist klar, am Anfang habe ich irgendwas, es kommt eine Eins, es kommt noch eine Eins und egal was dahinter kommt, entweder nichts mehr oder ein Haufen Nullen und Einsen in beliebiger Reihenfolge, ich bin drin. Also das Wesentliche ist, ich habe in der Sprache beliebig Einsen, Nullen. Dann habe ich zwei Einsen und es geht beliebig weiter. Eine ganz klare Aussage. Im Video kann man ja schnell mal zurückspulen. Okay. Deswegen jetzt zu. Oh, komme ich nicht hin? Entschuldigt. Zweites Beispiel war gegeben. Hier ist vielleicht, ich habe ja auch gesagt, Abituraufgabe, hier ist vielleicht das Neue, was ich erklären könnte. Ich habe einen sogenannten Fehlerzustand. Z4. In Englisch Trap. Also, was passiert hier? Die vollständige Definition mache ich nur mündlich, ohne mitzuschreiben. Ich habe also auch hier fünf Zustände von Z0 bis Z4. Z0 ist der Anfangszustand, Z3 der Endzustand. Ich habe das Alphabet A, B und C. Und die Überführungsfunktion, die sich hier ausgibt. Was passiert also? Klar, wenn ich mit A weiterrücke, mit B dann und mit C, ist es der einzige Weg, in einen Endzustand zu kommen. Wenn ein weiteres A kommt, gehe ich ja zurück und das folgt B und C, um wieder in einen Endzustand zu kommen. Das heißt also, mit A, B, C komme ich in einen Endzustand. Mit A, B, C, A, B, C auch und natürlich so weiter, wenn ich die Runde hier oben nochmal drehe. A, B, C, A, B, C. A, B, C. So, das ist klar. Die Sprache hier, ich überschreibe das mal hier, die Sprache ist nichts anderes als A, B, C, nicht mit Komma, hoch N und ich schreibe nicht immer auf N größer 0, also N größer gleich 1, wollte ich sagen. Das löst aber nicht die Aufgabe. Die Aufgabe lösen diese beiden, denn hier steht eindeutig, bestimmen Sie zwei Wörter, wo die Wortlänge größer 5 ist. Kann ich nicht das hier hinschreiben mit 3. So, und die Sprache habe ich ja jetzt schon genannt. Aufeinanderfolgende Zeichenketten mit ABC. Gut, im Aufgabenblatt folgen dann weitere Aufgaben. Nochmal, das ist nicht überdimensioniert und ich erwarte einfach pünktliche Abgabe. Zur Not seine handschriftlichen Ergebnisse abfotografieren und mir das Bild schicken. Das kriegt jeder hin. Aber ich bin die, die was beigebracht haben, das ist von der Form sehr zufriedenstellend. Gut, dann wie gesagt, ich zeige das jetzt nicht hier. Bleibt zu Hause. Erholt euch Ostern auch und wir werden sehen, wann es weitergeht. Tschüss. So, gut.